So, und damit willkommen zurück bei Turok 2, Seeds of Evil, dem Remaster. Und wir befinden uns hier in den Höhlen der Blinden. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, auf jeden Fall haben wir uns das letzte Mal ein bisschen Probleme bekommen. Das heißt, wir haben versucht, uns hier unten mit den Speerviechern anzulegen. Das hat nicht funktioniert, beziehungsweise haben da übel einen drauf bekommen. Ja, und weil das Oxygen low ist, würde ich sagen, wir gehen einfach mal wieder hoch. Und machen das nochmal. Ja, die Speerchen scheinen wirklich nicht sonderlich Aber das hat die gleich wieder nach Hause. Your oxygen is low. Okay. Was war das? Okay. Ist ja ganz schön fit, der Typ. Unser Joshua Fireseed heißt er, glaube ich. Ist das der Weg zum Anfang? Ja oder nein? Schon wieder ein paar Tage her, aber... Satchel Charge. Okay, and a water door opened. Ich hoffe mal, dass ich noch in etwa weiß, was uns erwartet, beziehungsweise wo wir hin müssen. Genau. Wir müssen nämlich eigentlich... Oh, man hört es schon wieder. Und vor allem hier auf Hardcore haben die tatsächlich die Hosen an. Links oder? Your oxygen is low. Ja, ist mir klar, sehr ruhig. Wir müssen wo nach links hoch. Get to the surface. Super. Das hat funktioniert. Ja, der ist noch ein Todeskampf, aber eigentlich hat es hinter sich. Ich weiß noch aus dem Hauptspiel, dass man oder dass ich die Torpedos nicht gern eingesetzt habe. Ich nehme einfach mal an. Na gut, die sind ja auch nicht wieder gespawnt, aber ich glaube, die sind so ein bisschen. Jawohl. Kopfschuss und weg ist er. Gut, Munition haben wir, glaube ich, noch. So ist... Oh ja, genau, wir speichern, bevor wir reingehen. Aber ich meine, wir müssen erst nochmal unter Wasser, weil da ist eine Water Door open. Oder kommen wir hier wieder zurück? Das ist jetzt wieder die Frage. Typisch Videospielarchitektur. Gehen wir da rein oder machen wir erst die Bereiche? Natürlich ist ein Teleporter immer eigentlich ein Zeichen für... Wir entfernen uns aus dem Gebiet. Und ob wir da wieder zurückkommen, das ist ja dann... Erstmal wurscht. Ja, da ist ja schon wieder der nächste. Obwohl, ist gar nicht mal so schlecht, das Zeug, ne? Ein Treffer und geplatzt. Ist der gute. Und es sieht auch so aus, als ob wir hier richtig. Alles klar. Also man schießt zwei Torpedos und wenn die Dinger treffen, dann ja, ist alles gut. Das muss ich sowieso viel öfter mal benutzen, das werfe ich hier, weil seit es jetzt hochgehe. Das sieht aber nach einem. Eher nach einem Secret-Bereich aus, oder? Da gehen wir noch einfach mal spaßhalber rein. Oh, da geht's direkt los. Diese Freaks. Wir haben einen Schlüssel offensichtlich schon gefunden. Was geht ab? Achso, oh Gott, die wieder. Die kotzenden, seltsamen.
Was ist das Teufelchen? Moment, ich muss gleich mal die... Motion Blur-Geschichte rausmachen, das geht so nicht. Da kriege ich echt einen Rappel, wenn ich das eine Weile sehen muss. Object Motion Blur Very Low, auf. Ja, wenn alles verschwommen ist, das ist nicht wirklich meins. Okay. Oh, das ist der nächste. Sniper Capability enabled. Um die Ecke und wirft direkt mit der Granate ins Gesicht. Das ist, das wirkt so, als ob wir... Ah, ja. Wir hatten es zum Glück verfehlt. Wir haben getroffen. War das hier ein Spawner? Ich bin gar nicht mehr sicher. Das ist alles schon eine ganze Weile her. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe es ja vor ein paar Monaten erst wieder gespielt. Ach, herrlich. Ach komm. So, wieder volle Munition. Geht's da runter, ja oder nein? Das sieht aber alles aus, wie wir sind hier falsch gelaufen und hätten in den anderen Bereich laufen müssen. Hm. Okay, noch mehr Tech Arrows. Hm. Ne, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Ja, hier. Und dann probieren wir den anderen aus, weil das hier sieht wirklich aus wie das nächste Gebiet. Wobei ich es selber gar nicht mehr sagen könnte, ist alles wie gesagt schon... Auch wenn ich es das letzte Mal vor ein paar Monaten erst gespielt habe, sich daran zu erinnern, welchen Gang jetzt genau und welcher Teleporter wohin führt und sowas. Da müsste ich lügen, wenn ich sage, ich weiß noch ganz genau, wo es lang geht. Also... Ach ja... Oh, Lebensenergie. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Energie nehmen wir auch. Ja, das sieht auch schon besser aus. Jetzt muss auch gleich hier wieder einer um die Ecke kurven. Oh, sehr gut, wir haben die Munition. Einer weniger. Das ist der Schlüssel. Ach halt, die kommen doch bestimmt endlos hier, ne? Deswegen sollten wir sie doch sicherlich sealen, diese Thermal Vents. Was so schön auf Neudeutsch heißt. Aber wie machen wir das? Wir gehen dahin. Thermal Vent Field. Okay. Eins von dreien. Drei zum Preis von zweien. So. Hier ist Ruhe. Nicht ganz. Shredder. Shredder. Ach komm. Schön im Straven hat er mir in den Lauf geschossen. Naja. Sind ohnehin so gut wie im Arsch mal wieder. Da oben geht's aber wahrscheinlich nicht weiter. Ne, da kommen sie noch raus. Gesprungen. So ein... Ah, genau, das immer mal verwenden können, verdammt. Da denkt wieder einer nicht für 5 Pfennig. Jetzt können wir da rein. Gut, dass ich zurückgegangen bin. ...36 Lebenspunkte, das ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Mal gucken. Aber ich, ja, man merkt schon, ich drücke auf... Ah, jetzt muss ich sowieso. Obwohl, jetzt mit dem OpenGL gibt es da keine großen Probleme mehr.
Aber ich bin dennoch vorsichtig. Und ja, gerade auf Hardcore. Aber finde ich eigentlich einen sehr angenehmen Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. Weil gerade am PC kann man wenigstens punktgenau um die Gegner rumtänzen und sich Flamethrower Tank. Ah, stimmt, den gab es ja auch noch. Was sind das? 7? Jo. Das ist 5. Alles Quärchen. Ja, gerade die. Na, die Steuerung ist eben auf der Konsole nicht ansatzweise so gut gewesen, deswegen hat man da oder hätte man so einen Schwierigkeitsgrad eigentlich auch gar nicht bringen können. Das wäre absolut lächerlich geworden. Und hier mit der gescheiten Steuerung, finde ich, ist es eigentlich aber recht angenehm. Ja, da kommen ja die Granatentrottel, die leider auf die Entfernung nicht treffen können. Stimmt, das sind ja schon die Varianten, diese kleinen Würmchen loslassen. Da haben wir Munition, aber ich würde ganz gerne. Na, da mach. Stimmt, den Granatwerfer haben wir auch noch. Den granatenproduzierenden Granatenwerfer. Oder Granatwerfer, wie es eigentlich heißt. Oder war das, ne? Ah ja, genau. Der immerwährende Granatwerfer. Na komm. Oh, gleich eine Kiste. Das Spiel verwöhnt uns. Und man hört es schon wieder unter uns. Ist wohl Spinnenvieh. Ja, da zücken wir dann einfach den Bogen. Lass uns nicht lange lumpen. Ja genau, da ist unser. So, X. Wir halten halt abartig viel aus, sich da wirklich hinzustellen. Und wenn die campen, campe ich auch. Da kenne ich gar nichts. So ein bisschen Lebensenergie. Und what the... Oh. Hm. Irgendeine heiße Kreatur. Ich weiß gar nicht mehr, was die können. Wahrscheinlich können sie Granaten werfen. Granaten? Granaten, so wie ich das mir hier gut vorstellen kann, weil irgendwie alles Granaten wirft. Oh oh. Gerade auslaufen kann der auch nicht. Oh, ah, da bleibt doch nicht mehr viel übrig. Aber macht einen schlanken Fuß. Hm. Plasma Rifle. Sniper Capability Enabled. Granaten, natürlich. Aha, zum Glück haben wir das hier. Den Wrath of Fire. Ja, da gibt es Schweinshaxe heute Abend. Wir speichern. In einem Video haben wir schon gesehen. Da kommen jetzt die ganzen Wege über die Lava. Hatte ich aber gespeichert. Alles klar. Achso, okay. Jetzt sind wir nur einmal außen rum gegangen. Jetzt geht es wahrscheinlich weiter hoch. Hier bitte. Oh, hat er mich getroffen? Ich glaube, ich spinne. Das war jetzt noch so, wenn ich das letzte Mal rumgelaufen habe, als ich es gespielt habe, beim letzten Run. Oh.
Einfach, weil das relativ... vom Schaden her ziemlich hoch ist, das Ding. Oh, ja, ach komm. Na. Und ich glaube, das ist auch besser als diese Explosion. Wir erinnern uns, die Bobble machen ordentlich Schaden. Oh, sehr schön. Jetzt mal überlegen. Wir haben wir hier schon gegen die... Oh, nee, haben wir nicht. Jetzt kommen die. Oh, scheiße. Obwohl, verglichen mit denen sind die wahrscheinlich gar nicht mehr so übel. Oh, 44 Hells. Das wollen wir doch gleich mal speichern. Ach komm, lass mich raten. Natürlich peitscht uns auch einer auf den Arsch. Warum sonst sollten sie uns hier freie Lebensenergie geben? Ja komm, jetzt hinter sich. Zack, weg damit. So, ist mir jetzt scheißegal. Zack. Und auch noch einer, der nächste und der letzte und sowieso überhaupt. Klappe zu. Ah, genau. Sunfire Pod. Spawn die hier? Ich glaube, das ist jetzt reguläre Armee. Armee. MO. Munition. Weil auch das im Original nicht der Fall war. Frag mich, ob man da hochspringen kann, aber wir gehen erstmal, leider müssen wir da rein. Beziehungsweise gibt es da noch einen anderen Weg. Wir gucken auf die Karte. Nee. Und wir hoffen, dass es hier noch was... Nein, ist nicht gespawnt. Oder gerespawnt viel eher. Das 10% Energie-Dingens. Ja, ja, wir speichern das einfach mal. Und laufen da rein. Da frage ich mich, ob das funktioniert gegen die. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie das funktioniert gegen die. Ach komm. Wahrscheinlich kommen sie jetzt von hinten. Dann kommen sie jetzt von hinten, genau. Was? Ich habe nichts gesehen. Okay. Vom Design her finde ich aber ziemlich knorke, muss ich sagen. War da einer oder war da keiner? Das hat so geblendet. Da fliegen die Fetzen. Ja, von dem ist auch nicht mehr viel übrig. Wahrscheinlich nochmal eins von zwei. Dreht sich und die Türen gehen auf. Alles klärchen. Natürlich sind jetzt gar nicht neue Gegner gespawnt hier. No. Komm, wir versuchen's. Wir sind heute mal bescheuert. Ich habe nichts gemacht. Na komm. Das ist Munition, hätte ich aber trotzdem ganz gerne. Vor allem explosiv.
Oder spawnt hier wirklich nur Lebensenergie? Offensichtlich, okay. Wow. Junge, Junge. Explosivmunition ist schon ziemlich krass. You have found part of the nuke weapon. Aber wenn wir schon mal hier sind und wir hier tatsächlich Munition kriegen. Nicht Munition. Aber stimmt, dass es hier keine Munition gibt, ist ein bisschen verwunderlich. Ist das nur ein Spawner? Alles klärchen. Dann bitte mal hier. Komm, auch mal rein, Junge. Ach ja, speichern wir es einfach mal richtig. Das wäre so mein Anliegen. Larry the Blind Ones. Ja, hier Montag, das ist schon ein paar Tage her.